Ich habe einen Tag als Schweißer gearbeitet. Weißt du, wo ich das gelernt habe? GTA. Für dich herausgefunden, wie der Arbeitsalltag ausschaut, wie viel du verdienen kannst und ob das wirklich so ein guter Beruf ist. Wir machen jetzt keine halben Sachen. Ich bin heute deswegen mit Max unterwegs. Max ist schon seit ca. 16 Jahren Schweißer und hat seit 3 Jahren jetzt seinen eigenen Betrieb. Und ich bin mal gespannt, was mich jetzt heute erwarten wird und auf was ich mich heute eingelassen habe. Moin Max! Moin Pascal! Wir fangen jetzt erstmal mit einer Arbeitsvorbereitung an. Das ist ein 3D-Step-Modell. Da werden wir jetzt erstmal die ganzen Bauteile, die wir nicht brauchen, rauslöschen. Und dann werden wir hier diese Seitenwange mal extrahieren, dass das ein offenes Blech ist, was du dann später noch rumkanten musst. Kriegst du Kevin eine E-Mail? Jawohl. Hallo Kevin, wir sind auf dem Weg. PS, wir freuen uns. Was muss man für ein Typ sein, um im Beruf des Metallbaus bzw. als Schweißer tätig zu sein? Du musst belastbar sein. Ja. Weil es ist halt auch keine saubere Arbeit. Man muss halt auch Bock haben, man muss standfest sein. Ja. Du musst halt Gas geben können. Ja. Und halt ja. Spaß. Der Spaß musst, ist das Wichtigste dabei. Und du musst machen wollen. Ja, machen. Ja. Weil wir sind halt nur Macher, ne? Ja. Und wir machen jetzt hier Gabelstapler fahren. Ich hab Bock. Hast du hier Turbo mit drin? Turbo ist mit drin. Sportmodus? Habe ich angemacht. Gut. Ja, und jetzt geradeaus. Vorwärtsgang, ja. Jetzt gucken wir mal, wo das Blech ist. Yo! Ja. Guck mal. Weiter, weiter, weiter. Weißt du, wo ich das gelernt habe? Wo denn? GTA. Jetzt kommst du langsam vorgefahren. Gut. Das war jetzt schon geil. Moin, moin. Das ist Kevin. Kevin, hast du meine E-Mail gelesen? Hab ich, warte mal, hier drüben. Angekommen ist er. Alles klar, dann Schutzbrille auf. Und dann geht's los. 2 Punkte will er haben, um zu wissen, wie das Blech liegt. Wir sind nicht immer ganz gerade oder das Blech ganz gerade. Jetzt machen wir noch die Absaugung mit an. Das heißt, dass wir schneiden, geht direkt unten durch den Tisch und nach draußen. Dann wird es halt ein bisschen lauter. Jetzt brauchen wir fast nur noch auf den Startknöpfchen drücken. Kannst ja schon mal den Magnet schnappen. Und jetzt hebe ich das einfach an. So, ich habe eine Treppe in der Hand. Wie bist du jetzt hergekommen? Geflogen. wir verputzen das jetzt. Danach muss das gekantet werden. So, jetzt habt ihr ja den Plasmazuschnitt von dieser Treppenwange. Jawohl. Hast du immer diesen Grat dran am Rand. Ja, dieser Zunder, das muss alles weg. Ja. Dafür nehmen wir einen Winkelschleifer. Schutzbrille lasst auf. Klar. Der Max hat mir gesagt, ich darf die nie wieder absetzen heute. Das ist richtig. Ja. Ich setze einen Helm auf. Ja. Nehme einen Winkelschleifer. Ja. Und so kann dann nur später mal die Farbe dran haften an den Kanten. Mhm. Ja. Willst du? Ja. Funktioniert das mit dem Winkelschleifer? Na, nur Knopf drücken und dann geht's los. Das ist schon geil, wenn die Funken so sprühen, oder? Ja, das ist schon was Geiles. Ja, sehr gut, perfekt. Jetzt haben wir schon mal vorbereitet für den nächsten Arbeitsschritt. Was sind die positiven und die negativen Seiten an deinem Beruf? Also die positiven Seiten sind auf jeden Fall, dass man hier kreativ sein kann. Man sieht jeden Tag zum Feierabend, was man geschafft hat mit seinen Ecken und Händen. Der Kundenkontakt, wenn wir Treppen einbauen, Tore einbauen und die Kunden sind zufrieden, das macht ihn nur selber stolz. Die negativen Teile, Lautstärke. Ja, es ist ganz schön laut hier. Die Lautstärke und der Dreck. Ja. Wenn man dort echt schnell dreckig. Und ich glaube, wenn man wirklich, wie du es gesagt hast, gerne mit Stahl arbeitet, geiler dann Beruf. Ist es geil. Der nächste Schritt ist, dass du die 2 Treppenwagen wieder nimmst. Ja. Nimmst die Zeichnung mit und gehst zu Kevin. Da werden wir gekantet. Auf geht's zu Kevin! Geht's jetzt zu Tom. Was war denn das? So! Tommy, was machen wir jetzt? Pause. Oh. Astrena, machen wir. 15 minutes later. Wie viel Urlaub und wie viel Freizeit hast du in deinem Beruf? Na, Urlaub habe ich aufs Jahr gesehen, 27 Tage. Also ich habe meine 14 Stunden Arbeitswoche. Jeden Tag 8,5 Stunden. Ja. Und habe dafür Freitag eher Feierabend. Bis eher ins Wochenende gehen. Ja. Und das fetzt schon. Ja, ist gut. Dann gut. So, jetzt schneiden wir uns die Profile zu. Das wird's Geländer, gell? Das wird's Geländer, ja. Im 8er hier reinkommt. Mhm. Im 8er Gewinde. Also, ich muss sagen, als du es erklärt hast, habe ich kein Wort verstanden. Aber jetzt bilden wir starke Stärke. Ja. Toll. Kommt was? Ja. Oh, gut. Schön frische Luft hier. So, wir heften jetzt das Geländer straff ab. Ja. In die Schablone haben wir reingelegt, kontrolliert haben wir auch. Ja. Das heißt, wir setzen jetzt überall Heftpunkte.
und werden Tommy das Ding jetzt zu Ende schweißt, weil am Ende des Tages soll es ja auch noch halten, will ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Denn die Metallverarbeitung Brinkmann ist der perfekte Ansprechpartner für sämtliche Schweißarbeiten im Maschinenbau, aber auch im privaten Bereich. Tore und Zaunanlagen oder halt eine neue Treppe? Gar kein Problem. Aber auch individualisierbare Wanddeko und schicke Lichterbögen. Die macht der Brinki mit links. Und wenn du auch so einen geilen Arbeitgeber wie ich heute haben möchtest und in so einem geilen Transporter und auch so geil mit dem Gabelstapler fahren willst, dann solltest du dich jetzt mal bei Max melden. So, jetzt aber zurück zur Arbeit, zurück zu Markus. Ach ja, und apropos Wanddeko, da oben könntest du mir sehr gut vorstellen. Gut, Heften hast du ja heute schon mal probiert, ne? Ich halte das Blech jetzt hier drauf, ja, und du machst mal einen Hefter. Hier auf die Ecke. Jetzt. Ah. Gut. Und jetzt kannst du dir überlegen, ob du erst mal probierst. Ja. Ein Stück. Oder ob du gleich die ganze Naht durchziehen musst. Mach ich gleich die ganze Naht. Mach gleich die ganze Naht. Mach gleich die ganze Naht. Ja. Wir machen jetzt hier keine halben Sachen. Ja. Der Max hat gesagt, wir sind Macher. Hat er recht. So Markus, ich habe mir jetzt mal noch eine dickere Jacke angezogen. Vergiss deine Haube nicht. Oh, ja, okay. Was müssen wir dann hier machen? Wir schweißen jetzt hier über Kopf. Ja, hört's gut an. Wollen wir mal probieren? Machen wir. So Tommy, jetzt habe ich über Kopf geschweißt. Und wie war's? Easy. Ich denke, ja, du kriegst das hin. Ja. So, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ja. Das Bauteil kennst du ja noch. Ja, kenne ich noch. Treppenwagen. Ja. Geländer haben wir geheftet zusammen. Ja. Ich habe es fertig geschweißt. Jawohl. Jetzt bauen wir das Ganze zusammen, indem wir die Treppenstufen reinheften. Okay, so machen wir das. Was hat man als Schweißer für Weiterbildungsmöglichkeiten? Als allererstes natürlich sämtliche Schweißerpässe, ja, in verschiedenen Schweißverfahren. Es gibt ja mehrere Schweißverfahren, das ist ja nicht das einzigste. Mhm. Du kannst einen Meister machen, einen Ausbilder, ja, Werkstattleiter, okay, dann als Schweißer, Schweißprüfer, Schweißfachingenieur. Ja. Also Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es genug. Also es wird nicht langweilig? Nee, definitiv nicht. Okay. Wir tun jetzt nach und nach die Treppenstufen reinheften. Ja. Ich hefte auf meiner Seite, mhm, und du heftest auf deiner Seite. Einmal, okay, von dem Langloch. Einmal nur mit dem Heftpunkt setzen. Ja, okay. So! Sehr gut. Huch. Dann haben wir es geschafft, Pascal. Jetzt sind wir fertig mit unserer Treppe. Wir sind fertig. Dann hole ich jetzt mal einen Max und bin ich mal gespannt, was der zu unserer Arbeit sagt. Und wenn du mehr solche Einblicke sehen willst, dann lass jetzt ein Abo da. So, Max! Ergebnis ist fertig, ich kann dir unsere Treppe zeigen, die wir heute früh auf dem Monitor gesehen haben. Muss ich jetzt Angst haben, oder? Ich hoffe nicht. So, aber bevor ich dir das Endergebnis zeige, was sind die Verdienstmöglichkeiten als Schweißer? Ja, ich sag mal, als gelernter Metallbauer kannst du schon so zwischen 2500 und 2900 brutto verdienen. Ja. Das sind, sag ich jetzt mal grob gesagt, zwischen 14 und 16 Euro die Stunde. Hätte ich das heute auch bekommen bei der Leistung hier? Ja, was sagst du? Also ich bin schon mal sehr überrascht, dass du das heute mitgemacht hast und dass du das hingekriegt hast. Heute früh hätte ich nicht gedacht, dass ihr die eine Treppe fertig kriegt. Auch qualitativ ist das in Ordnung, verbesserungswürdig immer. Aber für einen Ungelernten, der das jetzt so noch nie gemacht hat, hast du das auf jeden Fall gut gemacht. So, und das Wichtigste, was ich heute noch gelernt habe zum Schweißen, gehört das Weh. Und das Wichtigste, was du jetzt machen solltest, ist dir dieses Video anzuschauen. Pascal, du hast ja was vergessen. Nur schöne Arbeiten machen sie, haben sie gesagt.